Milka bringt uns eine neue Schokoladentafel, die Milka Max Nussini, die bekannten Nussini-Riegel. Jetzt erst große Tafel und jetzt im Test. Willkommen bei der Foodschau. Ja, Vorspann, habt das gesehen. Milka Max Nussini Tafel, also kein Nussini-Riegel, sondern eine Nussini-Tafel im großen Max-Format. Ja, ich habe ja schon was rausgenommen, also nicht wundern, darum fehlt hier ein Stück. Ja, das ist sie. Ab sofort im Handel, habe ich jetzt gerade ganz frisch entdeckt, Ende April 2022 im Supermarkt, war ganz normal bei Rewe. 270 Gramm Tafel. Also natürlich einiges größer als die normalen Milka-Tafeln. Sie fühlt sich leicht an, denn sie ist natürlich mit einer großen Waffel. Das sieht man ja im Inneren. Ihr bekommt hier nämlich eine Vollmilchschokolade mit Nougat-Creme oder besser Haselnuss-Creme. Sorry, nicht Nougat-Creme. Haselnuss-Creme mit Haselnussstücken und Waffel. Das ist sie halt. Da kann ich euch gleich eine Zutat nochmal zeigen. Ja, und das ist eigentlich ein Pendant zu dem Riegel hier oben. Den Nussini-Riegel, den gibt es auch angeblich noch zu kaufen. Ich achte da gar nicht so drauf, ob es den wirklich noch gibt. Aber angeblich gibt es den noch zu kaufen. Auch bei Kaufland habe ich den jetzt gesehen, online, wenn ich recherchiert hatte. Ja, daran soll er halt erinnern. Meine Freundin hat so gehofft, dass er so ein bisschen schmeckt wie damals die Lila Pause. Da gab es wohl auch so einen Lila Pause-Riegel, so einen ähnlichen oder so. Den hat sie wohl in ihrer Abi-Zeit immer gerne gesnackt. Und sie hofft, dass diese Tafel richtig geil schmeckt. Also diese große, weil sie, der ist nochmal anders als der Nussini-Riegel. Das hier ist mehr so Schokoladen-Style. Der Riegel ist ja mehr so waffelsmäßig. Ich bin halt mal gespannt. Ich habe beide nicht in Erinnerung. Und bin jetzt mal gespannt, was der wirklich kann. Wir gucken mal auf die Zutaten und Nährwerte. Wir haben also eine Alpenmilch-Schokolade gefüllt mit einer Haselnusscreme von 40%, mit Haselnussstücken 2% und 4% Waffel. Mit Zucker, pflanzlichen Fetten aus Palmen und Kokos, Kakaobutter, Kakaomasse, Süßmolkepulver, gehen wir grob durch. Ist typisch Milka, muss man einfach sagen. Karamellisierter Zucker ist sogar nochmal mit drin. Palmen und Kokos, das ist ja auch Standard bei Milka. Milka geht ja leider nicht so auf das Thema mit Kakaobutter ein, dass man das halt auch umstellen könnte. Sie nutzen halt immer noch die pflanzlichen Fette, um es halt günstiger zu machen. Aber das ist bei Milka ja, hat sich in den letzten Jahren so etabliert. Das ist ja eine günstigere Schokolade einfach geworden. Kalorien hat die 522 auf 100 Gramm. Auf 30 Gramm sind 4 Dinger. Also wenn ich mir eine Rippe abreiße, habe ich 165 Kalorien zu mir genommen. Ja. Zucker hat es natürlich ordentlich, 52 Gramm auf 100 Gramm, das ist natürlich heftig, ne? Wenn über 50% dieser Tafel besteht eigentlich nur aus Zucker und Fetten. Das ist es halt, ne? Also ich fände es cool, wenn Milka mal wieder so ein bisschen back to the roots kommt, so wie es damals war, wo es richtige Schokolade noch war und nicht dieses mit ein bisschen Fett die Schokolade sozusagen strecken. Oder mehr auf Kakaobutter halt gehen. Aber das ist halt wieder teurer. Ne? Das wird eine Milka, kriegst du dann nicht für 90 Cent oder so in dem Bereich. Also das waren jetzt, glaube ich, 1,59 Euro oder so, 2,90 Euro. Ich bin mir gar nicht sicher, was sie gekostet hat. Aber eine gute Schokolade kostet ja einfach mehr. Wenn man sich damit beschäftigt, kriegt man das mit. Egal, es geht jetzt um diese. Da kriegt ihr jetzt eine Nahaufnahme und dann probieren wir sie, weil ich hoffe, sie ist lecker. Ja, ihr Lieben, und hier ist jetzt ein Stück der Milka Max Nussini. Ja, von außen sehr, sehr unscheinbar. Man sieht aber hier schon so ein bisschen Waffel. Und ich habe sie euch jetzt hier einmal aufgetürmt. Da können wir sie nämlich jetzt am besten sehen. Und dann seht ihr jetzt diese Waffelschicht. In der Mitte ist es einmal nur abgebrochen und unten und oben ist es halt einmal durchgeschnitten. Ja, und das ist sie halt. Ich kann euch nochmal volles Licht drauf geben. Das sieht dann ein bisschen besser aus. Ja, aber das ist sie. Man kann halt die Waffeln sehen. Man sieht die Creme. Man sieht so kleine Haselnussstücke. Es sieht nicht schlecht aus. Ich bin jetzt gespannt, wie es schmeckt. Darum machen wir das Wichtigste. Wir probieren die Milka Nussini Max Tafel. Und da sind wir wieder. Und jetzt können wir sie probieren. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Wie gesagt, von außen finde ich sie ein bisschen zu hell. Also auch für eine Vollmilchschokolade hat das einen sehr, sehr hellen Farbton. Wenn ich so ein bisschen ins Licht halte, seht ihr das. So fällt das gar nicht so auf. Aber es ist schon sehr, 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 sehr hell. Also man sieht, dass da ordentlich Fett drin ist. Das finde ich immer schade. Schokolade hat ja eine schöne Farbe. Und ja, wie gesagt, kein Weltuntergang. Ich fände es nur wieder cooler, wenn das halt so der... Milka war für mich auch Kindheit. Das hat damals alles anders geschmeckt, so wie halt andere Hersteller das machen. Ich habe hier gerade noch eine andere Schokolade liegen, die ich gleich hier nachteste. Und das ist einfach nochmal ein ganz anderes Level. Aber ich probiere mir erstmal diese. Ja, die ist nicht schlecht. Könnte vielleicht ein bisschen knuspriger sein, die Waffel. Man beißt einmal drauf und die Waffel ist dann sofort weg. Was schade ist, die Schokolade hat überhaupt keinen Knack oder so.
Die Schokolade zerfließt halt einfach. Sobald es die Zimmertemperatur ist, fängt es an, wie sie im Mund schon auseinanderfließt. Das ist halt der Fettanteil. Die Haselnusscreme ist jetzt nicht so kräftig. Also ich hätte jetzt so erwartet, dass vielleicht dieser Milka-Haselnussaufstrich da drin ist. Mit Stückchen hast du auch nicht so viele. Also die Haselnussstückchen sind sehr, sehr selten, dass man auf eins beißt. Die ist an sich nicht schlecht. Ich müsste die, glaube ich, aus dem Kühlschrank essen. Damit die Schokolade auch so einen gewissen Knack hat. Und sie hat so einen leicht... Ja, süß-Bitternote, also im Abgang. Das ist dann, wenn zu viel Zucker drin ist. Ich finde, kriegt man so eine leichte Bitterheit. Immer hinten auf der Zunge noch am Ende so ein bisschen runter. Die ist an sich nicht schlecht. Wer Nussini mag, wird es mögen. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, wenn die Waffel ein bisschen noch knuspriger sein. Also so ein bisschen crunchiger. Weil sie ist wirklich sehr, sehr weich. Und mit der weichen Schokolade außenrum, da fehlt mir so der letzte, das BÄM, wo man was machen könnte. Also sie ist eine der besseren Tafeln. Ich finde sie nicht unlecker. Ich würde sie mir gezielt aber, glaube ich, nicht wieder kaufen. Punktemäßig würde ich sagen 3,5 von 5. Also es gibt keine 4, für eine 3 ist es auch zu wenig. Wie gesagt, das sind so kleine Feinheiten, was wir besser machen können. Also wie gesagt, wenn die Schokolade knackiger wäre, die Waffel ein bisschen besser, dann wäre die schon viel, viel besser. Aber so ist es eine Tafel, wo die Leute Spaß dran haben, werden sie zu probieren. Also ihr werdet auch Spaß dran haben, sie sicher mal zu probieren. Und ja, ich sage jetzt danke fürs Foodschauen, denn wir sind schon wieder fertig mit dem Video. Wir sind in eins der nächsten Videos. Ich bin gespannt, wie sie euch schmeckt oder ob ihr diesen Riegel von damals kennt, meine Freundin vielleicht meint. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bob.